Willkommen bei Hamburger Hut. Etwas lauter. Willkommen bei Hamburger Hut. Happy Hartles Hamburger Hut. Willkommen bei Happy Hartles Hamburger Hut. Also, was willst du? Was dürfen wir Ihnen bringen? Ah, ich helfe ihm heute noch ein wenig. Er ist nämlich nicht gerade der Allerhellste. Haben Sie vielleicht Interesse an einem unserer teuren Produkte? Das sind die mit den meisten Kalorien. Klassische Lose-Lose-Situation. Ja. Tja, bitteschön, Kumpel. Eine halbe für dich und eine halbe für mich. Aha. Ich mag Lima-Bohnen eigentlich gar nicht. Voila! Was soll dieser Dreck? Wir haben sorgsam gereiftes Kirschjoghurt-Dessert bezogen mit einer Dünnschicht Kaffeesatz und Sofakrübeln. Dazu noch verweste Cantaloupe-Rinder in Ketchup-Glasur, serviert auf einem Bett von knusprigen Tankstellen-Bons. Außerdem zimmerwarme Fettränder eingehüllt in essiggetränktem Klopapier. Und all das garniert mit vor kurzem noch lebenden Ameisen. Bon Appetit. Kommst du nicht so leicht auf deine Beine? Kannst du nicht mal selbst dein Futter nach Hause bringen? Dann wird es Zeit für Rock Hard Cases Gym & Chuck Juice. Macht schon. Trainiert eine Woche mit mir und ernährt euch von meinem Gym & Chuck Juice und ihr werdet bald einen Elefanten stemmen können. Und das Traurigste ist, dass ich es niemals vergessen werde. Wie wäre es dann mit einem 1000-jährigen Wachtelei auf Brennnesselkressebett, frei von Gravitation, herangezogen in Raumstation? Schon gehabt. Hatten Sie auch schon das in Harvard ausgebildete Einhorn? In 30-karätiger Goldsoße, gefüllt mit knusprigen 1000-Dollar-Noten. Schon gehabt. Query, was habe ich noch nie gegessen? Kaninchen. Das hätte ich gerne. Die. Du willst also mit Essen kämpfen, hä? Ich dachte, das würde dich etwas ins Schleudern bringen. Das wird eine heiße Sache und ab in die Post. Wow, ein kleiner Frittenmann. Oh. Ich bin auch schon hungrig, Squeaks, aber ohne Tischmanieren sind wir nichts anderes als Tiere. Bitte schön, guten Appetit. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Und Sie sind? Ich bin wegen des Kaninchens hier. Tut mir leid, Lady, aber wir wollten gerade... Hey! Was denken Sie eigentlich, was Sie hier tun? Genug. Räum jetzt ab und bring mir eine Speisekarte. Hey, hier ist Ihre Pizza. Tut mir leid, dass es 26 Tage gedauert hat. Das wurde aber auch Zeit. Mein Freund und ich wären uns fast an die Gurgel gegangen. Ich musste mich hierher durchgraben. Das hat so lange gedauert. Ich hoffe, Sie erwarten kein Trinkgeld. Hey, was soll das? Da ist ja gar nichts drin. Ich weiß, das war ich. Ich musste ja irgendwas essen. Ich habe 26 Tage hierher gebraucht. Was? Wie konnten Sie...